und möchte die Sitzung auch ja mit diesen Worten einleiten. Wir haben heute eine Neuerung. Wie Sie gesehen haben, werden wir den Tagesordnungspunkt Stadtentwicklung, das Konzept und die Beauftragung der Büros mit einem Video streamen, also übertragen ins Internet. Wir haben die Ausrichtung der Kameras so, dass eben nur hier die Bank und letztlich auch die Büros abgebildet werden. Also keine Sorge, wir filmen sie nicht. Die Büros haben selbstverständlich eingewilligt, sonst säßen sie heute nicht so bereitwillig hier hinten und wir selbst auch. Es soll ja ein Schritt in Richtung, Neudeutsch nennt man das Open Government, also transparentes Verwaltungshandeln sein. Stadtentwicklungskonzept ist für die Bürgerinnen und Bürger und genauso soll es vom ersten Schritt an auch gelebt werden. Und deswegen gehen wir jetzt diese Neuerung ein und übertragen ins Netz. Ich nehme auch die Anwesenheiten, also die geringe, als ein Zeichen und habe heute auch schon viel Rückmeldung bekommen. Wir schauen uns das heute Abend online an, als ein positives Signal. Ja, ich steige ein in die Frage halbe Stunde und Sie haben in der öffentlichen Sitzung, liebe Bürgerinnen und Bürger, das erste Wort. Bitte schön, Herr Dannert. Wenn Sie so gut sind und das Mikrofon nehmen. Test, Test, jetzt. Ah, das hört sich natürlich schon besser an. Gut. Wir haben uns aus der Friday for Future Gruppierung gegründet. Wir wollten aber, da wir viele schon älter, dem Schüleralter entwachsen sind, einfach was Passenderes für uns finden und sind jetzt das Klimabündnis im Hochschwarzwald. Genau. Wir haben vergangenes Jahr einige Demos organisiert und ein Kernpunkt der Demos war eben die Ausrufung des Klimanotstands für unsere Kommune. Deswegen stehe ich heute bei Ihnen. Wir möchten die Ausrufung des Klimanotstandes für TTC Neustadt zur Beschlussfassung bringen, auf die Tagesordnung bringen, in der nächsten Gemeinderatssitzung. Dafür möchte ich jetzt heute um Unterstützung für die Fraktionen werben und am bestenfalls natürlich für alle Fraktionen, weil genauso wie der Klimaschutz irgendwie quer in der Bevölkerung verankert ist, sollte doch auch bestenfalls dann die Ausrufung des Klimanotstands durch alle Fraktionen gehen. Genau, meine erste Frage ist schon mal, wie läuft es dann organisatorisch ab? Was müssen wir dafür erfüllen, machen, vorbereiten? Ja, Herr Dannert, vielen Dank. Wir hatten ja auch schon diskutiert im Wahlkampf, aber auch danach zu den Themen, die mir selber auch sehr wichtig sind und ich möchte seitens der Verwaltung, der ich vorstehen kann, auch einfach mal ein Dankeschön an ihr Engagement richten. Ich glaube, Fridays for Future hier im Hochschwarzwald, aber auch Sie jetzt im Klimabündnis, Sie leisten einen wichtigen Beitrag und mit Ihrer Initiative heute zeigt es auch die Ernsthaftigkeit und Verantwortung, ja, die Sie nicht nur theoretisch, sondern hier auch in der Praxis leben wollen. Wie Sie wissen, bin ich auch der Meinung, dass wir in dieser Klimakrise, in der wir uns befinden, handeln müssen. Wie wir aber auch schon diskutiert haben, ist die Frage, ob ein Klimanotstand ausrufen das Allheilmittel ist, natürlich ja, zu diskutieren. Ich hatte Ihnen damals auch schon zugesagt, wir können das hier gerne im Rat diskutieren und das sehe ich heute auch so. Ich, habe ich Ihnen ja auch erklärt, um eine Position zu formulieren, bin der Meinung, dass wir nicht eine bloße symbolische Erklärung brauchen, sondern vielmehr bei jeder Maßnahme, die wir hier im Rat beschließen, uns konkret die Frage stellen sollten, wie wir Klimaaspekte mit berücksichtigen können. Konkrete Maßnahmen sind aus meiner Sicht das, was wir brauchen und das, was nachher auch dem Klima nützt. Und es ist auch für die Bürgerschaft was Fassbares, denn wie schaffe ich, die Klimafragen letztlich vor Ort umzusetzen? Das ist das, wo ich mich stark machen will.
Klimaschutz geht nur hier mit dem Rat, deswegen sind Sie im richtigen Gremium, aber natürlich auch nur mit der Bevölkerung gemeinsam. Und um jetzt hier vielleicht auch die ein oder andere Brücke zu den späteren Tagesordnungspunkten zu schlagen, aus meiner Sicht wird sie auch eine wichtige Rolle spielen im Stadtentwicklungsprozess. Und da lade ich Sie auch schon ganz herzlich ein, sich hier zu beteiligen und auch dort Ihre Stimme und Ihre Meinung auch zu vertreten. Wir selber arbeiten eigentlich schon an einer besseren CO2-Bilanz. Ich denke, der im November gefasste Beschluss des Gemeinderats, ein Nahwärmenetz in Neustadt zu bauen, ist, denke ich, ein wichtiger Schritt in dieser Zeit, um eine klimafreundliche Wärmeversorgung für unsere Schulen zu haben und auch immer mehr Wohngebiete und andere Gebäude letztlich im Anschlussbereich zu erreichen. Aber Sie wissen auch, unsere städtischen Finanzen bilden natürlich auch immer so das deutliche Aber. Und da sind wir natürlich auch gezwungen, hier im Bereich von Freiwilligkeitsleistungen immer drauf zu schauen, können wir uns das leisten. Ich sage vielleicht auch so zusammenfassend, meine ich, der politische Wille ist da, er ist groß. Es gibt dennoch aus meiner Sicht die große Notwendigkeit, hier unsere Anstrengungen noch weiter zu verschärfen. Ich stelle es mir so vor, dass wir im Gemeinderat in den Diskurs gehen. Ich werde dafür plädieren, ein konkretes Klimaschutzkonzept zu entwickeln, das sich an den Paris-Zielen orientiert und eben auch schon recht bald, also spätestens im Jahr 2021, in den Gemeinderat seitens der Verwaltung eingebracht und vielleicht auch beschlossen wird. Allerdings fasse ich das auch gerne offen, also würde in einem der nächsten Gemeinderäte, ob es jetzt direkt schon Juli wird, kann ich Ihnen aufgrund der Themen, die jetzt bereits feststehen, nicht versprechen, aber in den nächsten 2-3 Terminen kann ich das soweit berücksichtigen, dass ich dem Gemeinderat eben 2 Möglichkeiten zur Diskussion stelle, Ausrufung eines Klimanotstands oder eben konkret mit einem Klimaschutzkonzept zu arbeiten. Das wäre, Sie müssten nichts weiter tun. Aber gerne auch die Position der Fraktion, ob Sie das wünschen, das wird es auf die Tagesordnung wie dargestellt nehmen. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu von unserer Seite aus. Es hört sich, also es ist alles, was Neustadt beschließt mit dem Nahwärmenetz, mit dem, ist eine super Sache, gerade für Neustadt jetzt in der Haushaltslage dann doch den mutigen Schritt zu wagen. Dafür ziehen wir alle den Hut und es geht den richtigen Weg. Wir glauben aber auch weiterhin, dass wir noch ein bisschen mehr Nachdruck einfach brauchen. Und die Punkte, die Sie sagen, mit dem Klimafahrplan, das Sie erstellen wollen und die anderen Sachen, das würde quasi alles dann, also der Klimanotstand ist sozusagen das Symbol und die Resolution, die wir dann zur Beschlussfassung gerne einbringen würden, besteht dann aus den konkreten Maßnahmen, unter anderem, wie Sie eben erwähnt haben, Klimafahrplan, Stadtentwicklung, Verkehr, Müllvermeidung, Bildung von Jugendlichen an Schulen, nachhaltige Waldwirtschaft, keine Aufforstung von Monokulturen, nur so ein paar Produkte zu nennen. Aber das alles würde unter dem großen Symbol des Klimanotstands stehen. Wir haben hier eben dann die Chance, uns einzureihen in Städten, weltweit aktiven Städten, die eben Farbe bekennen für den Klimaschutz. Und dafür würde einfach TDC Neustadt mitstehen und ich denke, das wäre für eine Stadt, die jetzt gerade erst ihr Nahwärmenetz beschließt, die auf dem Weg grün ist zu werden, einfach nochmal ein Push-Faktor. Was heißt, da kann die Bevölkerung mitziehen. Ich meine, wir kommen so ein bisschen aus der Bevölkerung, zwar auch nur aus einer kleinen Ecke der Bevölkerung, aber mit dem Klimanotstand ist es auf jeden Fall möglich, denke ich, das mit dem, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, aber das ist auch egal, mit dem Symbol einfach mehr Handlungsspielraum und mehr Maßnahmen umsetzen zu können, weil einfach da der Druck ein bisschen dabei ist oder erhöht wird für die Anwesenden. Ja, danke. Gibt es da seitens der Fraktion das Bedürfnis, Stellung zu nehmen oder gehen Sie mit meinem Vorschlag konform, dass wir das in den nächsten Gemeinderatssitzungen zur Diskussion stellen? Ich sehe hier links neben mir nicken. Frau Evers möchte was sagen. Thank you.
Ich möchte nur noch mal erläutern, es ist nicht das Entweder-Oder, es zielt ja eigentlich beides in dieselbe Richtung, deswegen passt Entweder-Oder nicht so ganz. Es ist die Frage, brauchen wir diese symbolische Erklärung, um ja, den Weg zu mehr Klimaschutz zu gehen, den es braucht. Ich glaube, das ist nicht so sehr Entweder-Oder, sondern welchen Symbolkraft braucht es? Ja, das möchte ich so verstanden wissen. Dankeschön, Herr Dannert. Okay, also wir sind nachher oder zeitweise noch zur Diskussion. Ich denke, meine E-Mail-Adresse haben Sie. Die Resolution oder unsere Vorschläge liegen da hinten auch aus beim Herrn Stellmach. Und in der kommenden Woche werde ich einfach nochmal die Fraktionen anschreiben, ob es denn Interesse gibt. Mein Wunsch wäre wirklich, dass man es mit allen Fraktionen zusammen hinkriegt, weil wenn ich so sehe, was sich mir die anderen Klimanotstände oder Climate Emergency, je nachdem wie sie in Heidelberg, Dresden oder Konstanz irgendwo genannt werden oder im Europäischen Parlament, auch die haben es ausgerufen. Genau, das ist selten der Fall, meistens war immer jemand dagegen oder hat es nicht mitgetragen und ich fände es schön für Neustadt, wenn man da mit den gesamten Fraktionen zusammenkommt. Und zum Thema Kosten, ich glaube, da ist es, das hält sich in Grenzen, da ist nicht unbedingt, oh je, wir müssen noch den Geldbeutel weiter aufmachen. Okay. Dankeschön, danke. Herr Dannert. Ja, ich freue mich ja immer, wenn Bürgerschaft schon direkt mit einsteigt bei Tagesordnungspunkt 1. Wir gehen über zu Tagesordnungspunkt 2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung des Gemeinderats bzw. der Ausschüsse haben wir keine. Insoweit haben wir heute alles auf der Tagesordnung. Tagesordnungspunkt Nummer 3. Jetzt kommt der spannende Moment, wo das Streaming einsetzt. Und ich denke, ich werde gesehen, deswegen begrüße ich alle, die zu Hause jetzt zuschauen, einmal ganz herzlich und lade Sie ein, am Diskurs hier teilzunehmen. Wir starten heute, wie ich finde, das Stadtentwicklungskonzept in einer spannenden Phase. Sie hören jetzt gleich die Vorstellung der drei Planungsbüros, die Angebote abgegeben haben auf unsere Anfrage. Hier die Stadt, diese Neustadt in der Zukunft, ja, in die Zukunft zu führen, zu begleiten, zu beraten, zu moderieren, letztlich das rauszukitzeln, was in der Bürgerschaft gebraucht und auch gewollt ist und was natürlich auch im Rahmen des Möglichen liegt. Herr Appenzeller sitzt neben mir, unser Mitarbeiter für Wirtschaftsförderung, Presse und Kommunikation, hat das Thema mit mir zusammen federführend betreut und auch entwickelt, aufbereitet. Wir waren beide mit den Planungsbüros im persönlichen Kontakt. Das war mir sehr wichtig, weil ich einfach finde, so ein Prozess, das muss chemisch passen, das muss persönlich passen. Und so freue ich mich, dass Sie heute auch zur persönlichen Vorstellung sind. Weil jedes Online-Format nimmt natürlich ein gewisses Maß an direktem Austausch. Ja, es war einer meiner Wahlkampfforderungen, dass ich mehr Bürgerbeteiligung will. Und in diesem Stadtentwicklungskonzept wird es genau darum gehen. Ich würde jetzt Herrn Appenzeller kurz bitten, unsere Punkte, unser Intro, unsere Einführung kurz zu geben. Vorab, es gab, bevor ich angefangen habe, bereits ein Angebot, das Ihnen im Oktober bereits zur Entscheidung vorgelegt wurde. Wir haben dieses Büro selbstverständlich auch angeschrieben. Insgesamt wurden im Dezember 2019 4 Büros angefragt. 3 haben eben die Angebote abgegeben, sodass Sie auch eine Wahl haben. Das vielleicht als Einstieg. Jetzt Herr Appenzeller, gerne zur Ausgangssituation. Ja, danke Frau Volkerts. Guten Abend auch von mir. Ich wollte einfach schlaglichtartig kurz auf die Ausgangssituation eingehen, wie eben die sich in Titisee Neustadt darstellt, für die Zuschauer zu Hause, aber auch für Sie hier im Saal einfach als Ausgang. Aber wirklich ganz kurz, nur damit ganz klar die Stadtentwicklungsbüros, die heute hier sind, die Bühne haben und ausgiebig ihre Konzepte vorstellen können. Wir haben in Titisee Neustadt wirklich einen sehr starken Standort. Wir haben ein starkes Mittelzentrum, was ausstattet in den ganzen Hochschwarzwald, sowohl wirtschaftlich als auch touristisch. Wir haben Ortsteile, die wirklich viel Geschichte haben, also die hier auch über lange Zeit zusammengewachsen sind und kulturell sehr viel bieten. Wir haben die weltbekannte Marke Titisee natürlich, die im Tourismus einfach überall auf der Welt einen Namen hat und wirklich Ausstrahlungskraft besitzt. Und wir haben aber auch von unserer Bürgerschaft her, von den Einwohnern einfach eine hohe Lebensqualität durch die tolle Anbindung, durch die Infrastruktur, die da ist, durch die Nähe zur Natur, durch den Wald, durch den See. Aber wir haben natürlich auch die Situation, dass wir Probleme haben, die jetzt durchaus länger schon bestehen.
Wir haben Verkehrsbelastungen sowohl durch die B31 als auch eben in den einzelnen Stadtteilen. In Titisee gibt es eine hohe Verkehrsbelastung durch den Tourismus. In Titisee-Neustadt gibt es eine hohe Verkehrsbelastung für die Hauptstraße, für die Innenstadt eine Belastung. Wir haben einen Strukturwandel, der sich jetzt schon seit Jahren durch die Stadt zieht und der immer wieder Thema ist und auch sowohl bei der Wirtschaft als auch bei der Bürgerschaft einfach immer wieder heiß diskutiert ist. Wir haben ein Leerstandsproblem, was emotional, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für viele Menschen in unserer Stadt, was das Erscheinungsbild beeinflusst. Haben da eben auch einen Investitionsstau, was öffentliche Gebäude angeht, Investitionen in Schulen zum Beispiel, die seit Jahren geschoben werden, wo wir jetzt zwar initiativ auch vorangehen, seit Frau Volkerts da ist, wo wir aber einfach intensive Überlegungen brauchen, wie wir da noch weiter arbeiten wollen in Zukunft. Und wir haben einen Mangel an Bauplätzen, auch seit 8 Jahren wurde im Prinzip kein neues Baugebiet entwickelt. Und so gibt es auch keine Bauplätze für Menschen, Familien, die sich eben hier niederlassen wollen und an der Stadt weiter teilhaben möchten. Wir haben planerische Entwicklungsansätze in den letzten Jahren gehabt, aber sehr wenig, muss man sagen. Keine, die das Gesamtkonzept für die Stadt entwickelt haben. Wir haben einen Rahmenplan Titisee 2020 entwickelt mit Blick auf Titisee. Der soll auch nicht verloren gehen. Der ist ja sozusagen relativ unbearbeitet in die Schublade gegangen damals. Aber der soll jetzt einfließen in das neue Konzept. Das ist auch so bei den Angebotsanfragen schon berücksichtigt gewesen. Und wir haben ein Zentren- und Märktekonzept, was wirklich in die Jahre gekommen ist, wie man sieht. 2010 ist nun mittlerweile ja über 10 Jahre her dann. Und die Wirksamkeit ist auch hier sowohl im Gemeinderat als auch in der Verwaltung schon diskutiert worden. Also hier ist auch einfach dringend Erneuerungsbedarf. Deswegen sehen wir großen Planungsbedarf für die gesamte Stadt. Denn wir brauchen unserer Meinung nach eben eine starke Beschäftigung damit, wer sind wir eigentlich, also ein Leitbild zu entwickeln für eine Stadtentwicklung, wo, in welche Richtung soll sich unsere Stadt entwickeln. Das wollen wir mit einer starken Beteiligung aller Anspruchsgruppen tun, das heißt Bürgerschaft, Vereine, Unternehmen, natürlich die Verwaltung, der Gemeinderat, um so einen möglichst alle Interessen und Perspektiven aus der Stadt einzubeziehen. Auch das ist natürlich in den Angebotsanfragen niedergeschlagen gewesen und so möchten wir über diesen Prozess, den wir hier anstoßen, gemeinsam eben den Wandel gestalten, aktiv in die Hand nehmen und nicht sozusagen eine Entwicklung abwarten und nur darauf reagieren. Das ist der zentrale Wunsch der Verwaltung und ich glaube auch des Gemeinderats und deswegen sitzen wir heute Abend hier. Wie Frau Volkerts schon gesagt hat, sind heute 3 Planungsbüros anwesend, die ihre Konzepte präsentieren und ich freue mich sehr, die Büros Dialogbasis, EBBW Immobilienkommunale Entwicklung, kurz KE, und Co-Consult zu begrüßen. Die haben auch nochmal im Frühjahr jetzt überarbeitete Angebote vorgelegt, weil wir gesagt haben, wir haben eine Corona-Pandemie, möchten trotzdem eine starke Bürgerbeteiligung machen. Schlagen Sie uns bitte vor, wie das trotz Pandemiebedingungen eben funktionieren kann. Da wurden die Angebote angepasst, auch das werden wir in den Präsentationen sicher gleich sehen. Und damit möchte ich eigentlich schon auf das erste Büro überleiten zur Präsentation und wir haben vorhin die Reihenfolge der Büros gelost, damit es hier nicht eine Festlegung gibt, wer von unserer Seite zuerst dran ist und das große Los der Nummer 1 hat gezogen, Co-Consult, und dann würde ich Sie gerne nach vorne bitten. Ja, jedes Büro hat jetzt 10 Minuten Zeit und danach nochmal 5 Minuten Fragen zu stellen. Wir wollen ja die Zeit der Gemeinderäte nachher auch in der Sitzungsdauer nicht überspannen, deswegen die sehr sportliche Vorgabe. Ich grüße Sie herzlich und würde Ihnen jetzt auch das Wort geben. Wegen der Kamera, muss ich da stehen oder kann ich das nehmen? Sie könnten dort stehen oder hier sitzen, das wäre so die Option. Mhm. Ich glaube, ich würde gerne stehen. So, muss ich hier noch was tun? Anmachen irgendwo? Ich glaube, oben. Vielen Dank. Gleich schon Teamwork. Ah, ich kann es auch unternehmen. So, das ist das Los der Ersten, dass die sich hier ein bisschen einrichten noch. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie sehr, gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Weghofer. 10 Minuten ist ambitioniert. Ich habe extra die große Uhr angezogen, damit das gelingen kann. Und das heißt, wir haben uns natürlich auch ein paar Dinge ausgewählt, die wir Ihnen jetzt vorstellen.
Es hat also keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir wollen Sie auf die Reise mitnehmen, die wir uns überlegt haben für Sie, für die Stadt, die Seeneustadt. Und Sie sehen hier schon, es ist ein altes Motiv, was wir gefunden haben in einem Archiv von Titisee. Und da sieht man auch schon ein bisschen den Charakter der Stadt. Vielleicht entdeckt man auch schon, was das Besondere ist. Sie haben von der Marke gesprochen. Ich habe vorhin im Zug gesagt, Sie wohnen hier, wo andere Urlaub machen. Auch das ist, denke ich, hier schon zu sehen. Das heißt, die Stadt hat eine Geschichte bis heute. Und diese Geschichte weiterzuschreiben, darum geht es ja irgendwie auch, wenn man Stadtentwicklung als Konzept hat. Das ist ja nichts Statisches, sondern ein Prozess, wo wir Sie gerne begleiten würden. Wir haben für die 10 Minuten 3 Punkte vorbereitet, uns ganz kurz als Team und Büro vorzustellen, unser Aufgabenverständnis und den Prozess. Unser Team für Titisee Neustadt, Sie sehen 2 Gesichter schon hier. Es ist uns nämlich sehr wichtig, eine persönliche Beziehung zum Ort und auch zu Ihnen und zu den Akteuren, zu den Bürgerinnen und Bürgern aufzubauen. Und Sie sehen hier einen Teil meines Teams im Büro. Ich selbst bin die Inhaberin und wir sind interdisziplinär aufgestellt und wir denken, dass es das braucht. Vielfalt gibt es hier auch, allein schon hier in diesem Raum und bestimmt noch viel mehr in der ganzen Stadt. Und darum soll es auch gehen. Hier sehen Sie anhand der Pinnnadeln, wo wir so unterwegs sind. Unser Schwerpunkt ist Baden-Württemberg, unter anderem auch Freiburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dann in den anderen Bundesländern so punktuell, wie sich das ergibt. Ein Referenzprojekt, was wir uns ausgewählt haben unter den vielen, die mittlerweile zusammengekommen sind, ist Bad Homburg. Wir haben für die Kurstadt Bad Homburg ein integriertes Stadtentwicklungskonzept mit sehr intensiver Bürgerbeteiligung erstellt und haben Ihnen auch eine Publikation mitgebracht. Die gibt es auch online, aber die können Sie gerne auch vielleicht später oder wie auch immer sich gerne nochmal durchschauen. Wir sind Prozessbegleiter. Wir verstehen uns als Teil eines Prozesses, der beabsichtigt, eine Co-Kreation von Stadt, Raum, Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Und das sind eine Menge Leistungen, die da dazugehören, die ich jetzt aber im Einzelnen nicht vorstellen werde. Sondern es geht ja hier um Sie und Titisee Neustadt. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, was sind denn die Herausforderungen? Und das Ziel ist ja vielleicht ein Leitbild, ein Konzept, ein integriertes Konzept zu finden mit Zielaussagen, die auch tragfähig sind für die Stadtentwicklung der Zukunft. Denn die Stadtentwicklung in einem Konzept ist nur so gut, wie sie auch gelebt und umgesetzt werden kann und wie sie getragen wird von Ihnen allen. Sie alle sind diejenigen, die da auch Lust und Interesse und Freude dran haben sollen, das gemeinsam umzusetzen. Natürlich braucht es da viele Akteure und Verantwortlichkeiten. Auch das ist auf diesem Weg zu sortieren und anzusprechen. Das heißt, wir haben Entwicklungsziele, wir haben Handlungsräume, es wird Lösungen geben, die wir finden und Lösungswege gemeinsam im Dialog erarbeiten und wir haben 3 Dinge, die wir hier ganz eng verzahnt miteinander tun wollen, das Ganze zu steuern, weil wenn ich in die Breite gehe, dann muss ich ja auch gucken, wie ich das wieder zusammenbinde, wie ich das vermittle in die Fachwelt, in die politische Welt und wieder zurück zu den Bürgern, zu den Akteursgruppen. Der 2. Punkt ist die Beteiligung an sich, dass wir die Stadtgesellschaft mit all ihrer Vielfalt einbeziehen möchten und das Ganze auch nutzbar machen möchten für die Gesamtstadt. Und für uns ist sehr wichtig, dass wir auch in die räumliche Breite gehen, nicht nur ganz auf der Gesamtstadtebene, sondern auch auf der Ebene der Teile der Stadt, die sicherlich auch sehr unterschiedlich ist und ganz verschiedene Ansätze entwickelt, was für die Zukunft interessant wäre. Und nicht zu vergessen die Planung, das ist das klassische Handwerkszeug, was Stadtplaner, Raumplaner mitbringen. Das ist das Grundrauschen, was sowieso läuft, was wir schon seit vielen Jahrzehnten machen, indem wir analysieren, indem wir daraus Handlungsfelder, Themen ableiten, Ziele ableiten, Leitbilder ableiten, ein Konzept entwickeln mit Projekten, Maßnahmen, mit strategischen Vorstellungen, wie eine Umsetzung gelingen kann. Wichtig ist immer, das kommt so ein bisschen aus dem Marketing, stärken, weil da, wo schon was gut ist, warum soll es davon nicht noch mehr geben? Und wo was nicht so gut ist, sollte es vielleicht davon weniger geben. Und wir haben eine Themenvielfalt, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehe. Herr Appenzeller hat, finde ich, schon einen ganz guten Abriss gemacht, was es hier alles gibt. Da haben wir uns natürlich auch mit beschäftigt und haben gesagt, das ist eine Stadt, die sehr viele Stärken schon hat. Und diese herauszuarbeiten und zu stärken, darum wird es gehen. Ja, für die Zukunft
Es ist natürlich so ein Prozess, auch eine tolle Chance, wie jetzt eben schon das Thema Klima zur Sprache kam, die Dinge zu diskutieren, die dran sind, wo es auch Trends und Entwicklungen gibt, wo es vielleicht keine Zeit zu verlieren gibt, wo wir alle wissen, es ist auch ein Wandel, den wir gemeinsam gestalten wollen. Und es ist ja gar nicht so einfach, wenn jeder so sein Interesse einbringt und das nicht immer unbedingt im Gleichklang sofort läuft. Und das auszuloten, darum wird es auch gehen. Und auch zu gucken, wo man Prioritäten setzt und wo man sich vielleicht auch mit der Region verbindet, wo man sich auch mit der Region vernetzt und wo man auch gemeinsam schaut, wo kann man vielleicht auch Förderungen und weitere Möglichkeiten eröffnen, die wir brauchen, um eine Stadt gesund und nachhaltig zu machen. Wir lesen im Moment viel von der krisenfesten Stadt. Was brauchen wir denn im Wohnumfeld in der Stadt, um auch fit oder gut zu sein, wenn mal unvorhersehbare Dinge passieren und Stadt dann auch ganz wichtig ist für uns Menschen als Lebensraum. Ja, es soll im Prozess ganz viel Raum geben für eigene Ideen, für Kreativität, auch für innovative Gedanken, aber natürlich sind wir in einem Umfeld, wo es schon auch planerische Themen gibt. Einige sind angesprochen worden, wie beispielsweise Leerstände innen oder auch funktional Entwicklung von Wohnen, von Verkehr und so weiter. Das sind Themen, die sind da. Es gibt gesellschaftliche Trends, ganz in vieler Munde im Moment die Digitalisierung, nur um ein Beispiel zu nennen. Es sind Fragen der Positionierung im Wettbewerb der Städte, der Region und auch ganz alltägliche Dinge, die im Zusammenleben von Ihnen allen hochpoppen und wo Sie sagen, da würden wir eigentlich gerne mal genauer hingucken und was machen. Wir haben uns dazu einen Prozess überlegt. Sie finden den Prozess auch, wir haben den hier jetzt den Gremienmitgliedern verteilt im Überblick und haben Anpassungen auch vorgenommen. Wobei, vielleicht nochmal, bin ich jetzt, Dankeschön. Genau. Die Anpassung besteht im Wesentlichen darauf, dass wir sagen, wir brauchen einen Mix, einen noch größeren Mix an Angeboten, an Beteiligungs- und Mitmachmöglichkeiten und Diskussionsmöglichkeiten, auch ausgerichtet auf unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, der Prozess wird crossmedialer, das heißt, dass wir sehr viele verschiedene Medien benutzen wollen. Wir werden eine Dialogplattform installieren, die jederzeit verfügbar ist und die immer wieder auch neu bespielt wird und den Prozess begleitet. Es wird eine Mischung geben, wir sagen heute gern so hybride Formate, so wie heute, wir sind live und wir sind online, sowas in der Art. Dann kann man immer eine kleine gemischte Bürgergruppe da haben oder Akteursgruppe und kann gleichzeitig im Kontakt sein mit noch weiteren, die sich dafür interessieren. Man kann auch Formate ganz unterschiedlich ausgestalten. Wir haben beispielsweise auch jetzt natürlich schon erste Erfahrungen mit virtuellen Bürgerwerkstätten und Dialogforen. Wir überlegen uns aber auch immer, wie erreichen wir die, die nicht so super digital sind und die gerne auch was werkeln möchten und haben beispielsweise jetzt ein kleines Bastelkit, ein Aktionskit, so wie man sich Essen to go geholt hat, kann man sich die Beteiligung to go bestellen. Da sind jetzt gerade aktuell ganz schön viele Bastel- oder Aktionskits rausgegangen und Sie können dann Ihr Quartier der Zukunft am Esstisch gemeinsam mit der Familie entwickeln und uns schicken. Wir speisen das wieder ein in den Prozess und finden einfach wichtig, dass man gemeinsam gute Wege findet, diese Formate zusammenzubringen, dass am Ende das rauskommt. Genau. Dann, was uns auch immer wichtig ist, wo wir großen Wert drauf legen, ist, sieht man auch an der Broschüre Bad Homburg als Beispiel, es braucht ein Motto. Es braucht ein Motto und es braucht einen Wiedererkennungswert. Und das ist jetzt mal so ein ganz kleiner erster Aufschlag von uns, Titisee Neustadt gemeinsam machen. Und wir haben auch schon mal geguckt, die Domain Titisee, Moment, jetzt muss ich gucken, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Das passiert, wenn man so viele Notizen hat. Also, bitte? Da habe ich es. Genau, wir-machen-titisee, wir-machen-titisee.de ist zum Beispiel eine URL, die frei ist, die wir dafür nutzen könnten. Der Prozessplan, den möchte ich ganz kurz erklären, in aller Kürze. Das Vorgehen besteht aus drei Phasen. Wir haben eine Erkundungs-, eine Vertiefungs- und eine Ergebnisphase, das sehen Sie ganz oben auf der Linie. Dann gibt es dazu bestimmte Fragestellungen. Das heißt, wir haben die Fragestellung am Anfang, dass wir uns erstmal angucken, Bestandsaufnahme oder auch SWOT-Analyse, wo liegen eigentlich die Handlungsbedarfe, wo drückt der Schuh, was liegt den Menschen am Herzen, aber auch planerisch, was gibt es für fachliche Planwerke, was sind da für Aussagen drin, was gibt es da für Restriktionen, für Potenziale, all das. Am Anfang, die Erkundung heißt, dass wir eine Exploration machen, dass wir also erstmal in die Breite gehen und alles aufnehmen, was wichtig ist, um zu verstehen, wo wir hier sind. Die Vertiefungs-
Phase ist dann die zweite und die Ergebnisphase. Und wir wollen jetzt einfach jede Phase ganz kurz mal miteinander anschauen, damit Sie wissen, was wir da für Ideen entwickelt haben, mit Ihnen zu machen, und nehmen das mal kurz unter die Lupe. Die erste Lupe, die Sie hier sehen, da geht es darum zu sagen, hier steht jetzt Markttag, uns unter die Leute zu mischen. Das heißt, wir haben einen Marktstand, wir gehen auf die Leute zu, wir können einfach einzelne Gespräche führen, wir können dem Zufall einen Raum geben, wir können an verschiedenen Orten sein, wir stellen uns vor, mit einem ganz einfachen Dialogmobil auch unterwegs zu sein und dorthin zu gehen, wo wir Menschen treffen können, also zum Beispiel samstags auf dem Wochenmarkt, aber es gibt sicher auch noch viele andere Orte, wo wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können, um A, den Prozess zu bewerben, aber auch schon mal erste Eindrücke, erste Meinungen, erste Ideen abzuholen, auch mit einer Postkartenaktion, mit einer Bürgerbefragung. Und vielleicht finden wir auch einen guten Ort für eine große Ideenwand, wo jeder sich mal wünschen kann, mein Titisee Neustadt der Zukunft ist. Und da können wir mal sehen, was da so alles entsteht. Wie viel? Ja, ich habe noch zwei Minuten. Okay, ich habe gerade das Signal bekommen, ein bisschen schneller, gerade vielleicht noch mal eine Dings zurück. Wir haben einfach ein paar Beispiele, ein paar Eindrücke aus Projekten immer mal wieder eingeflochten. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, auch aufgrund der Zeit. Ja, dann die nächste Lupe vor Ort. Ich hätte einen Vorschlag, aber dann müssten wir den anderen eben auch die Zeit geben, dass wir jetzt einfach gucken, dass sie in Ruhe die Zeit fertig machen. Die anderen Büros haben es auch. Ist das für Sie in Ordnung? Oder ich denke, Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Ja, ich versuche mich schon okay. Jetzt ein bisschen... Aber dann würden wir das einfach, dass alle das die gleiche Zeit haben, ne? Ja, okay. Ja, ich habe jetzt, genau, aber danke für den Zeithinweis, das ist doch auch immer gut. Das ist, wenn es einen besonders, wenn man besonders engagiert mitdenkt, dann passiert das leider manchmal. Aber ist mir bewusst. Wir möchten eben mit der... mit diesen Orten, die es hier alle gibt, in Kontakt kommen, das heißt vor Ort in den Stadtteilen unterwegs sein, und wir möchten immer wieder die Internetseite dazu nutzen, dass das, was wir erfahren, die Ergebnisse, die wir haben, dort auch wieder abgebildet wird, und haben die Idee, ein Webjournal nennt man das, das ist ein ganz schönes neues oder agiles Format der Dokumentation, das würden wir gerne einführen an der Stelle. Gut, dann gehen wir mal weiter, also so einfach auch ein paar Eindrücke und Beispiele aus Projekten, die wir gemacht haben, wie wir partizipativ mit den Menschen vor Ort in der Fußgängerzone, am Sportplatz, im Schwimmbad, auf dem Markt ins Gespräch kommen. Dialogplattform habe ich schon erläutert. Auch habe ich erläutert, dass die Öffentlichkeitsarbeit für uns ein wichtiger Punkt ist, die Menschen so anzusprechen, dass sie sich auch angesprochen fühlen und Lust haben mitzumachen, und dass auch Meinungsbilder immer wieder, also Dokumentationen, so entstehen, dass man sie schnell verstehen kann, welche Ergebnisse erzielt wurden. Hier sind Beispiele für Dialogplattformen, für Internetseiten, die wir entwickelt haben von Referenzprojekten. In der Vertiefungsphase wird es dann verstärkt darum gehen, Handlungsfelder und Zukunftsbilder, Leitbilder zu entwickeln. Hier kommt ein bisschen mehr der fachliche Diskurs in den Raum, weil es natürlich auch wichtig ist, Experten von außen und ausgewiesene Fachexpertise mit reinzunehmen und das auch über entsprechende Konferenzformate einzuspeisen, um auch diese Tiefe und auch gemeinsam in diesen fachlichen Diskurs zu kommen. Beispielsweise Mobilität ist ein großes Thema, auch innovative Wohnformen, Klima ist alles genannt worden, da ist es, glaube ich, auch gut, sich Expertise nochmal mit reinzuholen und zu vertiefen. Und auch zu überprüfen, sind denn die Handlungsfelder, die Themen, die Leitvorstellungen die richtigen? Ein zweiter Markttag soll hier eine Ausstellung mit den wesentlichen Ergebnissen aus den Befragungen und den Dialogangeboten anbieten, um gemeinsam mit einem Marktfrühstück, einer Ausstellung, diese Infografiken zu kommentieren und vielleicht auch zu priorisieren. Das sind nochmal Beispiele für diese Fachdialoge.
Und dann ist natürlich auch wichtig, das habe ich vielleicht vorhin vergessen, die Politik sollte am Anfang und auch an der Stelle der Vertiefungsphase in eigener Klausur immer wieder in diese Reflexion auch gemeinsam gehen, weil das muss getragen werden von der Politik und deswegen ist auch wichtig, dass die politischen Einschätzungen und Wünsche und auch deren Unterschiedlichkeit sich mit hier einbringen soll und auch einen Platz entsprechend bekommt. Und im Ergebnis ist es so, dass wir dann eine Ergebnisphase haben, die das Ganze zusammenbindet. Das heißt, es wird dann wieder auch verdichtet, in Berichten, in Konzepten dargestellt. Und wir wünschen uns, dass da auch ganz viel rauskommt, was direkt umsetzbar ist. Vielleicht gibt es irgendwo verschiedene Pop-up-Orte, ob das Straßen sind, die mal temporär umgebaut werden, ob das Parkplätze sind, die mal temporär umgebaut werden, Leerstände mit einem Pop-up-Store belegt werden. Also alle Ideen, die kommen ja von Ihnen und aus der Bevölkerung, wollen wir gerne aufnehmen und möglichst am Ende auch direkt die Umsetzungsphase einläuten. Also nicht, dass dann ein Bericht da ist, eine Publikation, die kommt in die Schublade, sondern Sie starten auch gleich die Umsetzung mit Dingen, die direkt möglich sind, dass es dann auch Ihr Konzept wird und Sie das gemeinsam umsetzen können. Ein Satz vielleicht noch dazu, zu den Tools, die wir benutzen, um auch alles, was gesagt ist, weil es ist ganz wichtig in der Bürgerbeteiligung, dass wir auch alles aufnehmen, dass wir das sortieren, dass wir das in eine Matrix bringen. Da haben wir eine eigene Matrix auch entwickelt dafür, die sehr gut nutzbar ist, damit auch nichts verloren geht und wirklich alle sich darin wiederfinden und das Ergebnis auch genau dem entspricht, was tatsächlich vor Ort passiert ist. So, dazu noch 1, 2 Bilder, nochmal ein Überblick über den Prozess und ein Abschlussbild mit bestem Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gute 5 Minuten mehr, die würden wir eben Ihnen auch zubilligen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und im Anschluss daran würden wir das Wort auch nochmal der Bürgerschaft geben. Auch Sie können Fragen stellen an Frau Oldenburg. Und den Kollegen, dessen Name ich noch... Herr Weghofer. Weghofer, okay. Ich habe schon eine Wortmeldung gehabt, Herr Straub. Hallo. Ja, also eine Frage. Wir haben vor 10, 15 Jahren schon mal so etwas Ähnliches gemacht, vielleicht sehr professionell. Aber dann ist die Haushaltslage berücksichtigt worden. Das heißt, es waren tolle Vorschläge und tolle Wünsche, aber wir sind bei einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag gelandet und dann haben wir alles wieder eingestampft, weil sie zahlbar ist. Wie schaffen Sie, dass man etwas macht, ohne dass es dann wieder so hinterher rauskommt? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil häufig haben so Konzepte viele investive Maßnahmen drin, die dann Baumaßnahmen oder andere Maßnahmen beinhalten, die viel Geld kosten. Deswegen wollen wir von Anfang an einen Fokus legen auf die Fördermöglichkeiten, die es gibt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich glaube, ich hatte auch schon mal eins mitgeschickt, wo gerade ein Aufruf läuft, wo kleine Städte sich im Verbund um Fördermittel von 400.000 Euro bewerben können. Aber wir wollen auch versuchen, wirklich Maßnahmen zu finden. Die können auch gemeinschaftliche Maßnahmen sein, nachbarschaftliche Maßnahmen sein. Das gibt viele Dinge, die gar nicht viel kosten und eine große Wirkung erzielen. Und da wollen wir eigentlich auch darauf bauen, dass man mal gemeinsam diese Dinge auch herausfindet und sortiert in kurz-, mittel- und langfristig und dass wir das auch miteinander diskutieren, was wir dann priorisieren können, wenn die Preisschildchen dann dran stehen. Aus den Fraktionen keine Wortmeldung mehr, sodass ich Ihnen die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen. Sehe ich soweit auch keine? Ja. Ich habe so verstanden, dass Sie, also vielleicht noch eine von mir, dass Sie mit dem Team, das Sie jetzt auch dargestellt haben, letztlich auch die Aufgabe angehen möchten. Genau, das ist uns immer ganz wichtig, dass nicht der Chef kommt und sagt, so und dann übergebe ich das an einen Mitarbeiter, sondern für uns, wir wollen immer versuchen, dass das Team, was auch verantwortlich ist, also Herr Weghofer, wir haben uns verabredet, dass wir aufgrund der Zeit uns jetzt das nicht aufteilen, aber dass wir das, wir haben auch gemeinsam dieses Konzept entwickelt als Team. Ja, ich danke ganz herzlich. Sie sehen, die Aufgaben, die diese Neustadt sind alle sportlich. Und ich danke ganz arg auch für dieses Zeitmanagement. Das würden wir halt eben den anderen auch zugestehen, dass es dann auch für alle gleich ist. Ja, jetzt die Nummer 2, Herr Appenzeller, wenn Sie mir sagen, ich war bei der Auslosung noch nicht dabei. Nummer 2 wäre das Büro Dialogbasis. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und Sie machen Stabwechsel. So, ich weiß jetzt
nicht, wie das jetzt geht, dass ich es nicht anfasse und dann. Sie müssten es sich dann nochmal selbst anmachen, bitte. Dankeschön. So, das geht schon. Liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Gemeinderätin und Gemeinderäte, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Antje Grobe und das ist Mikko Rissan und wir kommen von Dialogbasis und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir gucken mit Ihnen, genauso wie es die Kolleginnen und Kollegen gerade gemacht haben, einmal kurz auf das, was wir als Angebot hier eingereicht haben. Wie wollen wir das angehen, wenn wir mit Ihnen zusammen ein Stadtentwicklungskonzept vorantreiben und entwickeln? Und uns ist es eben super wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger, egal welche Altersklasse, da so früh wie möglich auch entsprechend mit einbeziehen. Ich stelle das Büro noch ganz kurz vor. Wir sind ein Büro, was eigentlich auf fast allen Ebenen unterwegs ist, also von kleinen Kommunen im ländlichen Raum. Sie haben schon bei uns gelesen, wir kommen aus Dettenhausen, das ist jetzt auch nicht so die Großstadt. Aber wir arbeiten eben rauf bis auf nationale Ebene, internationale Ebene und ich erzähle auch gleich, warum das wichtig ist. Wir machen seit über 25 Jahren Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich selber habe mal in der Schweiz angefangen und da ist in der Tat Bürgerdialog auch nochmal eine andere Nummer und wird da eben sehr groß geschrieben, weil man über jedes Garagendach miteinander im Dialog ist. Was tun wir? Der Kollege gerade eben hat schon Fridays for Future angesprochen. Tatsächlich haben wir ein riesen, wie sagt man, eine große Säule in unserem Unternehmen sind einfach die vielen, vielen Projekte zum Thema erneuerbare Energien und Klimawandel. Wir machen ganz viel in Sachen Stadtentwicklung und Infrastrukturprojekte. Sie haben gerade schon das Thema Verkehrsbelastung auch hier angesprochen, ist bei uns ganz, ganz stark auch. Und das Thema neue Technologien und digitale Transformation. Klingt mega hochtrabend, heißt aber dann ganz konkret im Ort, wie schaffe ich das, dass wir die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler so einbinden, dass sie jetzt auch in Corona-Zeiten zum Beispiel Lieferservice oder sowas stärken, die über Corona hinaus vielleicht funktionieren können. Das kann sein, das sind Mitfahrgelegenheiten oder sonst was. Also das äußert sich in ganz, ganz konkreten Projekten vor Ort. Wie kriege ich meine Kinder besser in die Schule, ohne dass jeder selber mit dem SUV fahren muss? Wie kann ich generationenübergreifend arbeiten? Das meinen wir damit, wenn da solche Begriffe stehen. Wir kommen aus Baden-Württemberg, das hört man jetzt bei mir, weil ich jetzt gerade im Hochdeutsch-Modus bin, noch nicht so, aber ich kann auch anders. Und wir haben natürlich auch entsprechende Mitarbeitende, die aus dem Ländle kommen und natürlich auch wirklich die Sprache der Leute sprechen. Ich finde es mega wichtig, dass wir beides können. Und wir arbeiten viel, wie gesagt, in kleinen Kommunen. Das kann sein Balingen, das kann sein Schwieberding, das kann sein hier unten Breisach. Und natürlich auch Freiburg, ja, oder Ruscht, aber wie gesagt, wir sind dann einfach auch tatsächlich mit den Leuten vor Ort am Schaffen und was weiß ich, Ruscht und Ringsheim, das sind wirklich ganz handfeste Dialogprojekte vor Ort. Das ist unser Team, den Mikko sehen Sie jetzt hier schon, der spricht tatsächlich jetzt nicht so gut mit süddeutscher Klangfärbung, weil er aus Finnland kommt, aber ich gebe ihn trotzdem mal rüber. Ja, gerne. Ich hatte ja auch die Gelegenheit schon mit Ihnen, Frau Volker, zu ein Erstgespräch zu führen und war auch hier in der Bürgerversammlung im Januar vor Ort und genauso konnten wir uns ganz viele Gedanken schon darüber machen, wie wir schon die bestehenden Prozesse aufnehmen, die hier in der Kommune gelaufen sind, welche Themen für Sie wichtig sein könnten und wie wir das jetzt auch in der Corona-Zeit sehr zeitnah, je nachdem wie schnell Sie auch mit der Vergabe sind, auch vielleicht vor der Sommerpause gemeinsam starten könnten. Ich wäre auf jeden Fall derjenige von uns, der sozusagen die tägliche Projektkoordination übernehmen würde im Team neben Frau Grobe. Sehen Sie etwa mittig oben auch die Frau Heckelmüller, die bei uns insbesondere die verschiedenen Social Media Formate koordiniert und ganz genau oben rechts den Herrn Zins, der auch Stadtplaner vom Hintergrund ist und auch hier in Titisee Neustadt als Skilehrer früher tätig war, der ein bisschen genau lokale Kenntnisse mit ins Team bringt. Ja, und so wie Sie uns vielleicht erleben, also ich suche meine Leute tatsächlich handverlesen danach aus, dass sie vor allem mit super viel Herz bei den Leuten arbeiten, weil ich glaube, das ist eigentlich fast das Wichtigste im Umgang in solchen Bürgerdialogen. Und wenn Sie die Sandra Heckelmüller oder den Stefan Zins jetzt dann auch hier sehen würden, dann würden Sie dann, glaube ich, wissen, warum ich das so sage. Wie gehen wir heran? Wir haben ein paar Stichworte, haben wir jetzt schon gehört, auch in den Präsentationen, auch insbesondere von Ihnen selber. Was sind denn die drängenden Probleme? Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir profitieren natürlich
riesig davon, wenn wir auch auf Bundesebene in solchen Smart City Projekten darüber sprechen. Das sind ganz viele herausragende kleine Kommunen, die Wettbewerbe gewinnen. Und wir gucken natürlich, wie machen die denn sowas? Ja? Wie gehen die mit diesen Problemen, die sie auch alle haben, um? Und ich glaube, da kann man auch ganz viel natürlich mit reinbringen in so einen Prozess. Und ich greife jetzt nur mal ein paar Sachen heraus, die jetzt angesichts von Corona vielleicht auch irgendwie neu geworden sind oder wo wir viele neue Ideen auch sammeln können nach den Erfahrungen, die Sie selber auch zu Hause gemacht haben. Also das ist, ich nehme jetzt mal diesen Punkt 3, Wohnen und Arbeiten der Zukunft. Wie wird denn das anders sein, wenn jetzt so viele Menschen im Homeoffice schon gearbeitet haben und vielleicht so eine Pendlerproblematik gar nicht mehr in der Form auftaucht? Wie kann das sein? Also solche Themen wie klimaneutrale Mobilität, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist ein Megathema. Wie wollen wir das denn zukünftig organisieren oder nachhaltige Logistik oder nachhaltiger Tourismus? Was wären denn da Ihre Ideen und Ihre Vorstellungen oder was finden Sie wichtig, dass wir sowas wirklich zusammen erarbeiten und systematisch aufgreifen? Und natürlich auch, man sieht es jetzt, wir haben hier eine mega gemischtes Publikum da vorne sitzen, also Sie zu Hause an dem Bildschirm sehen das nicht, aber ich natürlich schon und die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, also wie kann man auch diese Spannbreite zwischen ganz jungen Leuten und Leuten, die tatsächlich schon viel mehr Erfahrung haben, also wie kriegen wir die Seniorinnen und Senioren vernünftig eingebunden und wie macht man das denn überhaupt? Und das würde ich gerne mit Ihnen einmal gucken, wie geht man da systematisch an so einen Prozess ran. Sie sehen jetzt auch bei uns so ein Phasenablaufschema, das macht man, glaube ich, heute so als Büro. Bei uns alles natürlich feste Grün und ich schaue aber mit Ihnen jetzt mal in die einzelnen Phasen rein, die waren ja zum Teil auch vorgegeben. Die erste Phase ist tatsächlich die, wo wir auf eine Bestandsaufnahme machen und auf die Grundlagen gucken und wir gehen dann eigentlich dran, mit Ihnen das, was Sie wirklich bewegt, zu identifizieren. Wir wollen Alternativen entwickeln, die mit Ihnen bewerten. Ich komme gleich auf die einzelnen Schritte, das konsolidieren und dann bitte auch umsetzen. So, und jetzt gucken wir ins Einzelne rein, wie macht man das? Ich fange mal mit der Bestandsaufnahme an, was ich obernervig finde bei den meisten Prozessen, wenn man immer alles nochmal macht. Sie haben ja schon ganz viel Arbeit geleistet. Ja? Und Sie haben zum Beispiel in der Einwohnerversammlung im Januar, aber eben auch im Masterplan Münsterplatz oder Zukunftswerkstatt Langenrothnach, haben Sie ja schon ganz viele Hinweise gesammelt. Also das erste Job von uns wäre, das nochmal zu sortieren, mit Ihnen durchzusprechen, zu gucken, wie kann man denn das auch entsprechend so aufbereiten, dass wir es nutzen können und wir machen dazu eine entsprechende Themenfeldanalyse, aber wir fragen immer auch nach, und wer muss denn dann noch beteiligt werden, wer sind noch die Schlüsselakteure? Wir machen das hochsystematisch, Akteursanalyse, Themenfeldanalyse und dann geht es weiter. Das sind sozusagen unsere Hausaufgaben. Zweiter Schritt, dann geht es eigentlich los, dass wir mit Ihnen auch wirklich die zentralen Entwicklungsfelder von Ihrem Stadtentwicklungskonzept entwickeln wollen. Wie macht man das? Also heute unter Corona ist sowieso alles anders und jetzt müssen Sie überlegen, wie kriege ich denn möglichst viele aus den umliegenden Orten, aus der Stadtgesellschaft, wie kriege ich die überhaupt miteinander verbunden? Projektwebseite, ja, schnarcht, wer guckt da heute schon drauf? Auch einige, aber eben nicht alle. Wie kriege ich die verbunden? Wir haben mega viele superschöne digitale Projekte jetzt gemacht, in ganz kleinen Stadtquartieren. Und das ist wirklich, also letzte Woche hatten wir gleich 2, die über 80 waren. Das geht super einfach, Sie können das wirklich, die machen das mit dem Smartphone, beteiligen Sie sich hochlebhaft an der Debatte, wir sehen uns alle gegenseitig, wir tauschen uns aus und wir nehmen dann, und das sehen dann auch alle, die zum Beispiel mindestens mal am Tablet sind, ja, sehen, wie dann vor den Augen der Leute, die da mitdiskutieren, sowas wie ein gemeinsames Projektkonzept entsteht. Das ist, wenn Sie jetzt denken, so, wie soll denn das gehen digital, das geht, indem Sie den Leuten vorher einen Voreinwahltermin anbieten und dann bringen wir, ich verspreche Ihnen, bis jetzt haben wir alle reingebracht und sei es mit dem Computer und das Telefon zugeschaltet oder mit dem Tablet vom Neffen, dann haben die alle immer andere Namen plötzlich, aber das macht nichts. Also wir bringen die da rein in den Dialog und das ist, glaube ich, das, was Sie heute, das könnten Sie auch ganz schnell übrigens schon machen. Ja? Also man kann solche digitalen Auftaktveranstaltungen machen und ja, Sie können natürlich auch ein Online-Tool, also eine Online-Umfrage machen. Das haben Sie gerade bei den Kolleginnen und Kollegen auch schon gesehen. Aber ich glaube, für uns wäre es super wichtig und Sie sehen ja so ein paar Bilder, dass man die Leute wirklich persönlich einbindet. Und dann haben Sie einfach auch im
Amtsblatt und weil sie können es plakatieren, dass sie einfach solche Einladungen machen, die schreiben uns an oder schicken uns eine Postkarte, keine Ahnung was, aber jedenfalls sie kriegen von uns, wenn sie da persönlich mit reingeführt, dass wir auch wirklich online miteinander arbeiten können und für die, die das eh nutzen, sind natürlich auch soziale Medien wie Facebook oder Twitter oder Instagram vielleicht interessant, um das zu bewerben. So, dann hätten wir mit Ihnen schon mal ein Entwicklungskonzept. Und dann geht es weiter, wir arbeiten vor Ort in die Tiefe. Sie sehen jetzt hier mal ein Beispiel, wo wir in der Realschule gearbeitet haben oder im Mutter-Kind-Café oder im Elterncafé hieß es in diesem Fall. Wir haben in Seniorenwerkstätten gearbeitet, in Ausbildungsstätten bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo Sie wollen. Wir gehen da tatsächlich hin, weil ich glaube, dieses Entwicklungskonzept, das macht wenig Sinn, das in einer großen Stadthalle oder Gemeindehalle zu machen, sondern wirklich rauszugehen, das mit den Leuten in den Teilorten auch tatsächlich zu erarbeiten. Und dann sind wir in Neustadt und in Titisee und in Rundenberg und so weiter. Ja, das ist also total wichtig, dass wir jeden einzelnen Ort, glaube ich, auch wirklich besuchen und da sind mit unserem Team. Ja, das haben Sie auch schon gesehen. Ja, wir arbeiten auf Marktplätzen. Ja, wir schleppen rote Sofas durch die Gegend oder bunte Klappstühle oder wie auch immer, um mit Ihnen vor Ort zu arbeiten. Phase 4. Wir müssen das bewerten. Sie haben gerade eben richtig gefragt, wer soll denn das alles bezahlen? Ja, da sollte man mal genauer hingucken und deswegen ist es wichtig, Sie priorisieren, das machen wir gemeinsam, das machen wir in großen Veranstaltungen. Kann man auch digital machen, aber in der besten aller Welten sieht das dann so aus. Da werden die Ideen zugeordnet, wo genau soll das denn stattfinden und bitte auch, was kostet das denn und was wären Ihnen die wichtigsten Ideen? Und das muss natürlich auch wieder dann mit den Gemeinderätinnen und Gemeinden rückgespiegelt werden. Ja. Das Thema, wie kommuniziere ich das, mache ich da draußen eine entsprechende Broschüre, das können wir gut darstellen, haben wir viel gemacht. Ich glaube, wichtiger ist aber der letzte Punkt hier, wir brauchen bitte eine Umsetzung. Und Sie sehen hier zum Beispiel einen Haufen von Unternehmerinnen übrigens, sind Einzelhändlerinnen aus Breisach, die gesagt haben, wir führen das auch entsprechend fort. Oder unten halt eine entsprechende Bürgergruppe, die gesagt hat, wir begleiten die Umsetzung. Weil das eine sind die vielen tollen Ideen, das zweite ist, es wird dann gar nicht gemacht. Und da fände ich es gut, wenn Sie weiterhin auch als Bürgerinnen und Bürger den Damen und Herren vom Gemeinderat mit, wie ich sage eigentlich immer, im Nacken sitzen, aber vielleicht sagt man freundlicherweise Sie begleiten und Sie weiter natürlich motivieren, das auch entsprechend umzusetzen. Ja. Und damit sind wir eigentlich am Ende. Wie gesagt, die Kommunikation und Pressearbeit ist für uns eigentlich selbstverständlich und wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Dialog. Vielen Dank. Ja, ich darf mich ganz, ganz herzlich auch bei Ihnen bedanken und würde die Runde eben eröffnen an die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte für Fragen. Ich sehe keine, vielleicht dann einfach nochmal wiederholend die Frage, wie wollen Sie diesen Spagat schaffen, Finanzierbarkeit und wünscht dir was so? Ja, also ich glaube, das ist Kernpunkt der Phase 4. Ja, wir sammeln ja intensiv vorher, Ideen sammeln ist immer einfach, Ideen konkretisieren, priorisieren, umsetzen, das ist dann sozusagen das eigentliche Handwerkszeug. Und wenn ich vielleicht nochmal zwei nach hinten gehe, dann sehen Sie eigentlich ganz schön, wie wir das machen. Wie gesagt, die Ideen zu lokalisieren mit Fähnchen, das ist tatsächlich, das passiert relativ häufig. Was Sie hier vorne sehen, ist zum Beispiel, das waren ganz viele Anregungen aus der Stadtentwicklung, die dann auf einmal einen konkreten lokalen Bezug kriegen. Wo soll das genau hin und was sind die wichtigen, eigentlich die wichtigen Anregungen, die Sie gerne aufnehmen würden? Und ja, man kann gerne auch, sag ich mal, sowas spiegeln in großen Veranstaltungen, ja, dass man auch sagt, okay, jetzt sprechen mal die Fraktionen, jetzt sprechen mal die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, wie sehen Sie das denn, dass wir einen schöneren Austausch eigentlich auch hinbekommen zwischen den politischen Vertreterinnen und Vertretern und den Bürgerinnen und Bürgern. Ich finde es immer so doof, wenn die Ideen auf der einen Seite präsentiert werden und dann liegt es an Ihnen, das irgendwie auszuwählen oder umzusetzen. Ich würde das gerne gemeinsam machen und ich glaube, das passt in der Phase 4 sehr gut. Ja, danke. Und dann auch noch mal kurz die Frage mit wie vielen Personen. Also Sie hatten vorhin Herrn Rissan erwähnt. Ja. Also das sind im Augenblick sind 4 gesetzt, einfach weil wir gucken müssen, wie viele Aktionen haben wir denn tatsächlich vor Ort. Und in der Regel arbeiten die immer in Zweierteams, deswegen haben wir einfach, oder wir arbeiten meistens in Zweierteams vor Ort auch, wenn Sie so eine Marktplatz- oder Feuerwehraktion machen oder, weiß ich nicht, im Jugendhaus sind oder sowas, macht das immer Sinn, Sie sind zu zweit und deswegen sind wir eigentlich ein Viererteam. Ja, super, vielen Dank. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich sehe aber keine Wortmeldungen, das heißt, man ist eher zuhörend. Aber dann sind vielleicht auch alle Fragen beantwortet. Vielen Dank Ihnen. Und
Genau, das letzte Planungsbüro darf ich ganz herzlich zu uns bitten. Genau, das wäre jetzt das Büro KI. Sie haben das Wort, Herr Geiser, genau. Die erscheint jetzt. Ja. Guten Abend, mein Name ist Thomas Geisler, bin Architekt und Stadtplaner und vertrete heute die LBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, ab jetzt nur noch als KI genannt. Oh, das geht jetzt nicht. Jetzt funktioniert es. Die KI wurde gegründet 1972. Wir haben derzeit ca. 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Gesellschafter sind die LBW Immobilien, daher der Name auch, der Gemeindetag, der Städtetag, Landkreistag und der Sparkassenverband Baden-Württemberg. Was tut die KI? Zum einen ganz stark natürlich eines der Schwerpunkte Planung und Kommunikation, das heißt Entwicklungsplanung, deswegen bin ich heute auch hier, Städtebäucheplanung, wir betreuen Wettbewerbe, wir machen Bürgerbeteiligung, Partizipation, Organisationsberatung, aber wir sind auch in der Realisierung und der Förderung tätig. Das heißt, wir beginnen oder enden nicht, wenn das Konzept erstellt wurde, sondern wir können auch weiterhin mit Ihnen in die Umsetzung gehen. Und so war das auch, Sie kennen nicht mich, aber meinen Kollegen Herrn Kühnert vielleicht, der seit vielen, vielen Jahren Sie schon in Sachen der Stadtsanierung begleitet. Seit Mitte der 80er Jahre ist die KE in 4 Sanierungsgebieten tätig gewesen, in Titisee und 3 in Neustadt. So. Ich werde jetzt 3 Folien inhaltlich machen, das sind aber eher Fragestellungen, die mir so aufgekommen sind, auch im Gespräch mit der Verwaltung. Und das sind 3 Folien. Stadtentwicklungsplanung bezieht sich nicht nur auf Titisee, nicht nur auf Neustadt, sondern auch auf die Ortsteile, die wir haben. Und wir haben im letzten Jahr einen Antrag gestellt für Förderung dieses Prozesses, der auch sehr gut bewilligt wurde. Wir haben einen ordentlichen Stock an Förderhilfen durch das Wirtschaftsministerium bekommen. Und das waren auch die Schwerpunkte, die wir genannt haben, die dann auch entsprechend bewilligt wurden. Für Titisee bedeutet es, ja, was sind die Fragestellungen? Wir haben 2 Millionen Besucher, 600.000 Übernachtungen. Wir haben aber auch, und nicht erst seit Corona, ein verändertes Besucherverhalten. Wir haben notwendigerweise Anpassungen im touristischen Angebot. Wir haben aber auch aus städtebaulicher Sicht die Bahnlinie als Barriere, so nehme ich sie wahr. Und vielleicht auch die Möglichkeit, diese Barriere und die ganzen Parkplätze, die dort sind, als Chance zu nutzen, wo wir eben auch eine Ordnung machen können. Punkt, Punkt, Punkt. Sie sehen, das sind einfach nur Fragestellungen. Das ist sehr, sehr offen und wird sich noch weit konkretisieren im Laufe dieses Prozesses. Neustadt. Klar, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Verkehrsströme neu zu ordnen durch die neue Anbindung über die Ringstraße. Die Hauptstraße, das ist ein langes Ziel, glaube ich, was Sie mit sich schon nehmen, kann man dann nicht mehr als Hauptverkehrsstraße, sondern als Einkaufsstraße umbauen, mit Hilfen des Fördermittels aus Stadtsanierung natürlich auch. Anbindung von der Unterstadt zur Hauptstraße, der Gebäudebestand, die Vorredner sagen es auch, oder Sie sagen, es muss angepasst werden natürlich. Wir haben die demografische Entwicklung, wir haben Leerstände, wir haben Potenzialflächen und das Ganze soll natürlich unter dem Aspekt der Innenentwicklung ganz stark für Neustadt gelten. Und vielleicht ein Fernziel, was ein bisschen ein Ableger sein kann von dem Stadtentwicklungsplan, dass wir in den nächsten Jahren dann auch ein neues Sanierungsgebiet, das jetzige läuft aus dieses Jahr, ein neues Sanierungsgebiet beim Wirtschaftsministerium zur Förderung anmelden. Das dritte Thema sind die kleineren Wohnplätze und Weiler. Die sind natürlich, ich denke mir, für Sie genauso wichtig wie Titisee und auch für Neustadt. Sie sind prägend für die Kulturlandschaft, die wir haben, und sind auch wichtig, dass sie funktionieren für den Erhalt des Landschaftsbildes. Und was zusätzlich hinzukommt, sie sind in besonderem Maße von der demografischen Entwicklung betroffen. Hier gilt es, zukünftige Strategien zu entwickeln, die aber auch sicherlich über Titisee Neustadt ausstrahlen können, vielleicht auch Antworten finden könnten für andere Kommunen, die im Umkreis hier im Südschwarzwald liegen. Das sind so die 3 Themen, die wir inhaltlich sehen, aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr offen gehalten, was kommt. Eine bisschen komplexere Folie, die Stufen der Konkretisierung im Stadtentwicklungsplan. Wir haben ganz oben Ziele, dann als zweites Leitkonzepte, Leitprojekte,
und zum Schluss Projekte, Maßnahmen. Ich erkläre sie Ihnen kurz. Das ist also die Hierarchie der Stadtentwicklungsplanung. Als oberstes Ziel sind, als oberes Ebene sind die Ziele, das heißt die strategischen Grundsätze. Zum Beispiel könnte das sein, ein strategischer Grundsatz, der nach Bürgerbeteiligung, nach Klausurtagung des Gemeinderates oben steht, die Betreuungsangebote an der Schule werden bedarfsgerecht ausgebaut. Das heißt, das sind strategische Leitsätze, die über allem stehen. Die sind noch nicht konkret, auch nicht mit Geld hinterlegt in dem Fall. Das sind einfach nur Willenserklärungen, in welche Richtung die Stadt Titisee Neustadt gehen möchte. Davon abgeleitet haben wir dann Leitkonzepte, Leitprojekte als zweite Stufe. Das sind zentrale Vorhaben von strategischer Bedeutung. Ich hatte es eben schon gesagt, ein zentrales Leitkonzept könnte sein, dass wir ein neues Sanierungsgebiet beantragen für Neustadt. Oder dass wir sagen, wir versuchen den Bahnhofsbereich in Titisee neu zu ordnen und gucken, was dann passiert. Und subsumiert darunter sind die konkreten Projekte, Maßnahmen, Einzelvorhaben, zum Beispiel Sanierung Rathaus, Bau eines Parkhauses oder die Umgestaltung, Aufwerten von Gewässern. Und dieses Ganze, diese drei Stufen der Konkretisierung sind natürlich nicht losgelöst. Das heißt, wir haben Querschnittsthemen, die in alle Bereiche hineingehen. Das eine ist Demografie, das heißt, wir werden älter, sie werden auch ein bisschen mehr werden in Titisee Neustadt. Im Moment sind wir ungefähr 22% der über 65-Jährigen hier. In 15 Jahren werden es annähernd 30% sein. Das heißt, es wird eine Aufgabe sein, wie gehe ich mit der Demografie um. Ich habe den Strukturwandel in der Wirtschaft. Ich habe das Thema Ökologie und Klimaschutz, was vorhin benannt wurde. Und ganz wichtig, es war immer Ihre Nachfrage, eben auch die kommunalen Finanzen, die natürlich reinspielen in diese Zieldefinition, die wir in diesen anderthalb Jahren, wir gehen von anderthalb Jahren aus, das heißt, wir gehen davon aus, dass wir zum Ende 2021 damit fertig sind. Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe nur zwei Phasen Ihnen jetzt, wo ich mich ein bisschen durchklicken werde. Ich habe zum einen, Sie sehen es oben, die Grundlagen, das ist die Arbeit, die wir dieses Jahr machen wollen, und die eigentliche Konzeptionsphase, das würde das sein, was wir im Jahr 2021 sehen. Wir würden beginnen mit einer Befragung, mit einer Bürgerbefragung, die online ist. Die ist nicht Corona geschuldet, die Online-Befragung, sondern das hatten wir tatsächlich immer vorgesehen. Wir machen es bei großen Stadtentwicklungsplanungen tatsächlich so, dass wir beginnen mit einer Online-Befragung für die Bürgerschaft. Wir erhoffen uns aus dieser Befragung Hinweise auf die Schwerpunkte der Stadtentwicklung. Vor allem aber möchten wir auch, dass Sie, die Einzelnen, sich beschäftigen mit den Fragestellungen, die wir auch schon in den Raum werfen natürlich. Das heißt, wir möchten auch oder denken, dass die Identifikation der Bürgerschaft gestärkt wird und vor allem auch, dass wir die Bürgerschaft aktivieren können über diese erste Online-Befragung, die wir dort haben. Danach oder parallel dazu, auch das haben Sie vorhin schon gehört, würden wir Experteninterviews durchführen. Das heißt, es sind Einzelgespräche mit wichtigen Akteuren, die wir nicht in der klassischen Bürgerbeteiligung mit haben möchten, sondern wo wir dieses Expertenwissen direkt abfragen werden in Interviews. Das heißt zum Beispiel aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, Gewerbe, Wohnungsbau, aber selbstverständlich auch die Vereine. Und auch hier erhoffen wir uns Hinweise auf die zukünftigen Handlungsfelder. Dann würden Sie als Gemeinderäte den nächsten Schritt mit uns gehen werden. Wir würden eine Klausurtagung vorbereiten, mit Ihnen durchführen, eintägig, vielleicht anderthalbtägig. Da würden wir schauen, was ist die Bestandserhebung, was ist die Bestandsanalyse, was haben wir quasi rausbekommen in den ersten zwei, drei Monaten. Wir werden die Ergebnisse der Bürgerbefragung mit Ihnen diskutieren und auch der Experteninterviews. Gleichzeitig werden wir mit Ihnen die grundsätzlichen Überlegungen zur Entwicklung von Titisee Neustadt diskutieren und vielleicht auch erste Schwerpunktthemen schon setzen, mit denen wir weiter die Bürgerschaft auch beteiligen möchten. Dann kommt der große Teil der Planungswerkstätten. Planungswerkstätten, ich lasse einfach mal den Begriff Planungswerkstätten jetzt stehen. Ich weiß, ich komme nachher auf dieses Thema Corona nochmal zu sprechen. Das wird der Schwerpunkt sein. Ich vermute mal, das wird so nach der Jahreswende dann vom Zeitplan sein. Das heißt, Januar, Februar, März wird diese intensive Phase der Bürgerbeteiligung auf uns zukommen. Das Ganze beginnt mit einer Informationsveranstaltung als Auftakt, wo wir natürlich informieren über alles, was bisher gelaufen ist dann. Wir besprechen die Zwischenergebnisse über die Bürgerbefragung, Experteninterviews, aber auch, was der Gemeinderat diskutiert hat mit uns. Alternativ würde auch dies funktionieren als im Rahmen eines digitalen Formates. Die Planungswerkstätten sind offen für jeden, jede Bürgerin aus Titisee Neustadt. Wir würden das so machen, das sind moderierte Arbeitsgruppen,
Gruppen, teilweise auch mit 20 bis 25, so haben wir festgestellt, 20 bis 25 eine sehr praktikable Anzahl von Planungswerkstätten. Wir haben verschiedene Planungswerkstätten parallel nacheinander angeboten und uns ist wichtig der persönliche Austausch innerhalb der Gruppe, das heißt die Interaktion mit den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern. Und was vor allem die Möglichkeit ist natürlich, wenn wir ganz konkret dies auch mitmoderieren, dass wir relativ gut zielgerichtete Ergebnisse bündeln können als Ergebnis dann auch. Das heißt, wir kommen mit konkreten Ergebnissen aus diesen Bürgerwerkstätten heraus. So, jetzt haben wir natürlich Corona. Erster Ansatz wäre für uns, wir halten, ich hatte es gesagt, wir gehen davon aus, dass wir zu Beginn des Jahres 2021 sein. Und was 2021 sein wird, wie die Einschränkungen sind, kann, glaube ich, heute noch niemand sagen. Das heißt, zum einen, erster Ansatz wäre, ja, wir versuchen sie durchzuführen, die Planungswerkstätten, vielleicht mit weniger Personen, mit entsprechendem Abstand, so wie Sie jetzt auch hier gerade zuschauen. Das heißt, Priorität 1 wäre für uns tatsächlich, diese Planungswerkstätten durchzuführen. Alternativ oder auch ergänzend können wir natürlich auch eine Online-Plattform für den Stadtentwicklungsprozess mit aufbauen. Das heißt, als Dialog, Informationsinstrument, mögliche Beteiligungstools könnten Pinnwand, Diskussionsforen, interaktive Karten, sogenanntes Crowdmapping sein. Aber, noch das darf man natürlich nicht verschweigen, wenn diese Online-Plattform für 2-3 Monate offen wäre, sie muss moderiert werden. Das heißt, sie kann nicht sich selbst überlassen werden, sondern erfordert einen relativ starken Eingriff auch von Verwaltung, von Seiten desjenigen, der die Bürgerbeteiligung durchführt. Danach, nach diesen Planungswerkstätten, nach den Ergebnissen aus der Bürgerschaft, werden nochmal Sie als Gemeinderäte gefragt sein, mit uns zu diskutieren. Das heißt, wir würden beginnen, eigentlich eine Synopse zu erstellen. Was hat die Bürgerschaft uns mitgegeben? Was gab es die Analyse her, die die KE gemacht hat? Welches sind die Themen der Verwaltung und welches sind die Themen der Experten? Das heißt, wir schauen, wo sind Überlappungen und wo sind Bereiche, die völlig kontrovers sind, konträr sind. Das werden wir mit Ihnen diskutieren. Und wir möchten nach dieser zweiten Klausursitzung eigentlich so rausgehen, dass wir konkrete Benennung von Leitbildern, Sie erinnern sich, das ist die obere Stufe, Leitziele, Leitbilder, aber auch Ziele, Maßnahmen und konkrete Projekte, die kurz-, mittel-, langfristig entsprechend dann eingruppiert werden sollten. Und was wir auch in unserem Angebot haben wir es genannt, und damit nehme ich vielleicht auch Ihre Frage schon vorweg, wir empfehlen stark, dass man das Ganze mit einem Investitions- oder einem sogenannten Investitionsprogramm relativ frühzeitig dann auch unterfüttert, damit wir eben wissen, über was sprechen wir, was kosten die einzelnen Punkte und damit Sie auch in der Priorisierung sehen können, was können wir uns kurz-, mittelfristig, langfristig leisten. Danach sind wir soweit, dass wir ein Paket geschnürt haben. Wir haben das Ganze in Text und Plan dargestellt. Es kommt eine öffentliche Vorstellung, die wird, so unsere Planung, wahrscheinlich im Herbst 2021 sein. Da wird diskutiert, dargestellt in verschiedenen Gruppen, in möglichst großer Runde, alternativ natürlich in einem digitalen Format, ähnlich wie heute vielleicht oder weiterentwickelt, das Ganze auch der Öffentlichkeit mitgeteilt, was die Ergebnisse sind dieses Stadtentwicklungsplanes. Und ganz zum Ende sind Sie nochmal gefragt, das heißt, Sie beschließen diesen Stadtentwicklungsplan als Selbstbindungsplan. Als Selbstbindungsplan für den Gemeinderat, für die Verwaltung, aber auch für die Bürgerschaft. Wir hoffen, dass die Bürgerschaft sich sehr intensiv wiederfindet in diesem Stadtentwicklungsplan, den wir aufgestellt haben. Und wir empfehlen auch, das ist kein statisches Produkt, der für 15 Jahre gilt, sondern wir empfehlen stark, dass dieser Stadtentwicklungsplan alle 3 bis 5 Jahre fortgeschrieben und überprüft wird. Parallel wird dieser ganze Prozess beginnend im Sommer jetzt bis zum Herbst nächsten Jahres begleitet von einer Projektgruppe, die kontinuierlich die Schwerpunktthemen, Inhalte, Termine koordiniert und auch diskutiert. Und die Mitglieder könnten sein Verwaltung, Experten, Fachplaner, die wir zu Rate ziehen, Vertreter des Gemeinderates, vielleicht auch von Initiativen aus der Bürgerschaft. Damit wäre ich auch zum Ende, würde das Projektteam vorstellen. Ich hatte es Ihnen vorhin gesagt, wir sind ca. 105 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und für das Projekt vorgesehen derzeit sind Frau Kitzler, Frau Schütz, als beides als Stadtplanerinnen, die vor allem auch im Bereich der Bürgerbeteiligung tätig sein werden. Frau Kitzler wird sehr früh mit einsteigen, die ganzen Prognosen mitmachen, die Bestandsaufnahme. Dann nehmen wir, haben wir zumindest vorgesehen, Frau Horn von unserem Freiburger Büro wird dazukommen noch, im Speziellen für die Begleitung der Bürgerwerkstätten. Dann haben wir Herrn Mühlbacher, der unser Spezialist für Demografie, für Statistik ist. Und Herrn Kühner, den Sie wahrscheinlich kennen, wenn es darum geht, Finanzen, Fragen der Fördermöglichkeiten. Herr Kühnert weiterhin im Boot. Die Projektkoordination würde bei mir liegen.
Ich danke Ihnen vielmals. Ja, vielen Dank, Herr Geißler. Ich gebe das Wort an die Fraktionen für Fragen, Anmerkungen. Ja, Frau Tiefen-Klötermann. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage wegen der Online-Bürgerbeteiligung. Aus meiner beruflichen Erfahrung heraus weiß ich, dass es noch eine relativ große Gruppe von Menschen gibt, die in dieser Form nicht so zu Hause sind. Können Sie sich da vorstellen, noch ein zusätzliches Angebot zu machen, also mit einem anderen Medium, was eben für alle erreichbar ist? Natürlich. Sie haben vollkommen recht. Ich beginne ja mit der Online-Befragung, die wir rein online machen wollten. Ich würde Ihnen auch empfehlen, dass wir zwei Befragungen machen für verschiedene Zielgruppen. Wir haben festgestellt, wenn wir unterschiedliche Fragen an Jugendliche, junge Erwachsene stellen und an ältere Erwachsene, haben wir eine viel stärkere Aktivierung der entsprechenden Zielgruppe. Das heißt, das wäre das eine. Das zweite ist, dieser Fragebogen ist auch so ausgelegt, dass wir ihn jederzeit ausdrucken können. Wir können ihn dem Amtsblatt, dem Gemeindeblatt beilegen, sodass die Menschen, die keine Möglichkeiten haben, dass sie sich nicht in der Lage fühlen, das online zu machen, dass es wie früher immer üblich war, das Ganze in Papier machen können und abgeben können. Was auch zum Beispiel im Altenpflege, haben wir schon gemacht, dass es im Altenpflegeheim oder oder beim alten Nachmittag verteilt wird, als Papierform tatsächlich dann auch. Wir würden versuchen, natürlich beide mitzunehmen. Ja, natürlich. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen Ihrerseits? Kurzen Moment, sehe ich keine. Die Bürgerschaft hat jetzt auch noch mal das Wort. Ja, gerne, je nach Lautstärke Ihrer Stimme. Ah, stopp, wegen dem Livestream wäre es gut, wenn Sie das Mikro nehmen. Entschuldigung. So. Oh. Ja, die anderen zwei Projektgruppen oder die anderen zwei Anbieter hatten ja über Social Media geredet und da ist mir aufgefallen, dass sie gar nicht darüber geredet haben und da habe ich mich gefragt, wie sie dann vorhaben, so meine Generation, die ja jetzt nicht unbedingt so einfach zu erreichen ist, Vorhaben zu erreichen. Es wird ein Mix sein aus allen möglichen Dingen tatsächlich. Und wenn die Gemeinde sagt, die Stadt TTC Neustadt, dass wir ganz stark das Ganze mit Social Media unterfüttern werden, würden wir ein Partnerbüro mit in die Bearbeitung nehmen. Wir haben gesprochen mit der Integrator-Stiftung aus Tübingen, Jugend IT Service, die wird mir unter Umständen dazu nehmen, dann auch wenn es so wäre, dass sie ganz starken Wert dann auf die Social Media legen, weil ich sage Ihnen ganz offen, das ist nicht das Themenfeld, in dem wir uns sehr zu Hause fühlen als KE. Ja, danke beiderseits, sowohl Frage als auch Antwort. Ja, jetzt nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten würde ich diese Vorstellungsrunde schließen. Bedanke mich bei Ihnen allen für die Anreise, für das Engagement hier vor Ort. Es ist toll zu sehen, dass es einen Wettbewerb gibt, darum uns zu begleiten bei dieser doch spannenden Aufgabe. Und ich hatte mit Ihnen allen persönliche Gespräche und bedanke mich da einfach auch für diesen super Austausch und jetzt auch für Ihre Angebote. Und wir werden später für Sie zur Erläuterung in der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung letztlich das Votum fällen und werden das dann entsprechend auch kommunizieren, recht zeitnah natürlich an die Büros, aber auch an die Öffentlichkeit, wer es geworden ist. Schließe jetzt den Tagesordnungspunkt entsprechend. Vielen Dank nochmal und gerne auch einen Applaus an Sie. Sie dürfen, genau, wir machen jetzt eine kurze zweiminütige Pause. Ich erläutere vielleicht.